Moin Leute. Ja, es ist traumhaftes Wetter mal wieder. Das ist echt toll. Letztes Wochenende hatten wir hier ja noch die 20 cm Schnee. Und dieses Wochenende ist alles weggetaut. Also unglaublich. Man sieht den Rasen wieder. Kein Schnee mehr da. Kein Eis mehr da. Naja, kein Eis stimmt nicht ganz. Hier vom Teich habe ich noch ein bisschen Eis übrig. Ja, und es ist auch richtig warm jetzt schon. Es ist jetzt Samstagmorgen. Wir haben so ungefähr 11, 12 Grad und es soll noch bis 15, 16 Grad heute hochgehen. Also wirklich 30 Grad Temperaturunterschied zu letzten Wochenende. Und wenn man mal ein bisschen lauscht und ein bisschen die Luft einatmet, es riecht nach Frühling, es klingt nach Frühling. Also ich würde sagen, die Saison ist nämlich nicht mehr lange entfernt. Richtig klasse. Ich freue mich drauf. Ja, der Rasen hat ein bisschen gelitten über den Winter. Ich gehe da gleich mal kurz mit euch drüber, dann können wir uns das zusammen mal angucken. Aber ich denke, das kriegen wir schon wieder hin. Ich habe überlegt, ob ich heute das erstmal wirklich mähe. Also zum einen, weil ich Lust habe, meinen Rasenmäher mal wieder anzuschmeißen. Und zum anderen, weil ich glaube, dass der Rasen es auch schon wieder vertragen könnte. Das probieren wir gleich mal aus. Ich muss erstmal hier ein bisschen Ordnung schaffen. Hier liegt noch der halbe Schneemann rum mit Möhren und Nüssen und was weiß ich nicht allem. Das möchte ich mir natürlich nicht in meinen Rasenmäher reinziehen. Insofern muss ich jetzt gleich erstmal ein bisschen hier aufräumen. Und dann habe ich mir noch etwas Schönes besorgt. Das zeige ich euch jetzt gleich auch mal. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich jetzt erstmal, bevor ich überhaupt irgendwas mache, also vor allem düngen, möchte ich eine professionelle Bodenanalyse machen. Und da werde ich jetzt gleich mal Proben nehmen. Und dazu habe ich mir einen Probennehmer gekauft, den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ich habe mich da ein bisschen umgeguckt. Es gibt bei Amazon jetzt gibt es relativ viele verschiedene Probennehmer, Bodenprobennehmer. Die sind mir aber teilweise zu groß. Die sind fast so einen halben Meter lang oder so. Und ich möchte das ganz gerne so auch mal rumtragen, wenn ich vielleicht auch mal zum Kunden gehe oder so. Und ich möchte auch nicht, brauche auch nicht so ein riesen langes Teil. Ich will ja nur 10 cm tief ungefähr gehen und nicht jetzt 20 cm oder tiefer in den Boden einstechen. Und insofern habe ich mir jetzt einen Bodenprobenstecher bestellt, den es nur auf dem US-Amazon-Markt gab. Das heißt, die Lieferzeit ist da ein bisschen länger. Das hat schon so 4 Wochen gedauert, bis der ungefähr da war. Aber an sich hat alles gut geklappt und preislich verhält er sich genauso wie die großen. Da ist also nichts verloren. Ich zeige euch den jetzt mal. Also so sieht das ganze Gerät aus. Ich lege das mal hier hin. Ihr seht das schon, wenn ich meine Hand daneben halte. Der ist also wirklich, hat eine gute handliche Größe. Hat halt so ungefähr hier so 10 cm, die er an Boden rausnimmt. Das hier ist schön scharfkantig. Das heißt, da kann man hoffentlich gut reinstechen in den Boden. Und relativ stabil sieht er auch aus. Was dieses Ding halt auch noch kann, ist, dass er gleichzeitig nochmal anzeigt oder einen Eindruck gibt, wie verdichtet der Boden ist. Ja, also wenn ihr jetzt auf eurer Rasenfläche unterwegs seid und an verschiedenen Stellen Bodenproben entnehmt, dann könnt ihr direkt feststellen, je nachdem wie fest ihr draufdrücken müsst, an welcher Stelle der Boden verdichteter ist als an anderen Stellen. Und das wäre auch dann noch ein guter Hinweis zu verifizieren. Man kann das Ding hier sicherlich als Handverifizierer benutzen, wenn man möchte. Dann ist man aber wahrscheinlich tagelang unterwegs. Also da würde ich euch dann schon was anderes empfehlen. Entweder einen vernünftigen Handverifizierer, einen größeren, oder eben dann einen benzingetriebenen auszuleihen, falls ihr das machen möchtet. Gut, dann starten wir mal mit dem Bodenproben nehmen. Es sollen so 250 Gramm Bodenmaterial soll eingeschickt werden bei der Bodenanalyse, die ich mir da ausgesucht habe. Da erzähle ich euch dann auch noch mal ein bisschen mehr drüber. Und man soll das Ganze halt entweder mit so einem Bodenprobennehmer oder mit einem Spaten einsammeln, dann in einem Eimer mischen und dann die 250 Gramm ungefähr abwiegen und in einer Tüte verpacken und dann an das Labor schicken. So, dann gehen wir noch einmal kurz hier ein bisschen rüber. Ihr seht schon, sind relativ viele Lücken drin. Von den Regenwurmhäufchen sind auch relativ viele kahle Stellen drin. Hier haben die Vögel gewühlt. Das Gras ist teilweise ein bisschen trocken an einigen Stellen hier. War eben der Schneemann, das muss ich gleich mal wegräumen. Und dann habe ich hier drüben den Teich ein bisschen freigeschaufelt, damit die Fische auch wieder ein bisschen mehr Sauerstoff kriegen. Das heißt, da liegt noch das ganze Eis rum.
Ja, da habe ich noch ein bisschen was zu tun, bevor ich jetzt hier den Rasenmäher auspacken kann. Die Hühner sind da hinten auch schon wieder unterwegs. Die freuen sich natürlich riesig, dass jetzt das Wetter wieder ein bisschen schöner ist. Die waren tatsächlich eine Woche komplett in ihrem Häuschen drin, wo es so kalt und schneereich war. Da haben die sich gar nicht rausgetraut. Aber jetzt picken die hier wieder gemütlich in der Sonne rum. Hier draußen habe ich nicht wirklich so saubere Eimerchen, deswegen habe ich mir jetzt mal was aus der Küche stibitzt. Ich hoffe, ich kriege da keinen Ärger. Und da fülle ich jetzt die Bodenproben einmal rein. Also ihr seht schon, das geht relativ leicht. Einmal drehen, damit man den Erdkern hier schön rauskriegt. Sieht doch alles gut aus. Sieht man auch ein bisschen was von der Sandschicht, vom Sanden noch aus dem Herbst. Genau. Dann klopfen wir das da mal rein. Dann brauche ich irgendein Stöckchen oder sowas. Das ist ja wie beim Aerifizierer auch. Da bleibt oft hier unten was drin stecken. Und damit man dann die nächste Probe bzw. beim Aerifizieren das nächste Loch gut wieder hinkriegt, muss man das ab und zu mal hier so ein bisschen rausmachen. So, ich nehme jetzt einfach von der gleichen Stelle nochmal. Und dann laufe ich hier gleich so ein bisschen rum. Und sammle mir dann die restlichen Proben ein. So, dann muss ich das zwischendurch mal wiegen, dass ich dann auch wirklich auf meine 250 Gramm komme. Weil das ist ja doch jetzt nicht so eine Riesenmenge, die man da rauskriegt. So, ich habe jetzt hier so 300 Milliliter Erde. Die wiegt ja ein bisschen mehr als Wasser. Ich hoffe mal, dass das so ungefähr 250 Gramm sind. Das werde ich aber jetzt nochmal abwiegen. So, ich habe mir jetzt hier so einen einfachen Gefrierbeutel genommen. Das soll man darin abwiegen und dann damit verschicken. Und dann habe ich jetzt die Haushaltswaage. So, da kommt das jetzt erstmal drauf. Ich glaube, das brauche ich nicht abzuwiegen. Ne? 1 Gramm, das schenke ich mir. Das soll eine homogene Masse werden. Das heißt, man soll das jetzt irgendwie schön durchmischen. Ich mache das jetzt einfach mit den Fingern und zerbrösel hier so ein bisschen diese Cones oder diese Erdkerne, die man ja auch beim Aerifizieren kriegen würde. Ein bisschen Gras ist jetzt auch noch dabei, ein bisschen Wurzeln natürlich. Ich glaube aber jetzt eigentlich nicht, dass das stört. Da stand jetzt nichts dabei bei der Anleitung, dass man das irgendwie raussortieren soll. Gut, dann wiegen wir mal so 250, 300 Gramm ab. Ja, super. Knapp 300, ne? Perfekt. Und dann geht das jetzt mal in die Post. So, es ist jetzt schon Abend geworden. Wir haben die Sonne noch ein bisschen genutzt und waren draußen Fahrradfahren. Deswegen packe ich jetzt erst den Rasenmäher aus. Und ich glaube, ich fahre auch nur so ein paar kleine Runden, nur aus Spaß, weil ich will den Rasen ja auch nicht überstrapazieren. So, aber was ich euch noch zeigen wollte, meine Hütte, die ich ein bisschen aufgeräumt habe, da habe ich hier ein schönes Schwerlastregal aufgebaut und da holen wir jetzt mal den Elet raus. Ich habe mir heute mal einen neuen Kameramann mitgebracht, den zeige ich euch hier auch einmal kurz.
Der hilft mir ein bisschen, die Aufnahmen zu machen. Mal hier raus. Gucken wir erstmal lieber das nochmal so auf jeden Fall an. Gas geben. So, erstes Main, First Mow dieses Jahr. Ich würde mal sagen, erfolgreich gemeistert. Wir gucken mal in den Fangkorb. Da ist jetzt natürlich noch nicht so viel drin, aber ein bisschen was ist reingekommen. Ich habe es jetzt auch nicht so kurz eingestellt. Ich sag mal, das kann auf jeden Fall noch besser werden. Aber der Rasen ist ja jetzt auch noch nicht wirklich dicht. Da sind noch viele offene Stellen. Und sobald die wieder zugewachsen sind, wird das alles bestimmt wieder schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an den Daumen hoch und an das Abo. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Es sind relativ viele Lücken drin von den Maulwurfshügeln. Quatsch. Gashahn auf, Choke auf und dann Gas geben. Ja, jetzt kommt der große Augenblick. Ja, das war nix. Vielleicht doch noch nicht richtig. Warte mal. Yeah.